Das Engagement des Dachverbands zahlt sich aus. Wir setzen uns ein für die Steigerung der freien Förderung in Stadt und Land Salzburg. Wenn man sich die ganzen Ausgaben von Stadt und Land Salzburg vorstellt, für Tourismus, für Gesundheit, für alle gesellschaftlichen Fragen, als 100 Euro, dann gibt das Land nur 17 Cent für die freien Kulturinitiativen aus. Die Stadt gibt 97 Cent für die freien Kulturinitiativen aus. Wir sind dafür dankbar, aber wir glauben, dass da noch einiges aufzuholen ist. Der Dachverband setzt sich für die Förderung von Künstlern und Künstlerinnen ein. Ein wichtiger Erfolg für uns auf dieser langen Strecke war die Anhebung des Budgets für die freien Theater im letzten Jahr. In ganz Salzburg gibt es 40 freie Theatergruppen. Freie Theatergruppen sind ein wichtiger Teil der Salzburger Kultur. Wir kämpfen für die Produktion von zeitgenössischer Kunst und Kultur in Salzburg. Der Dachverband setzt Zeichen. Auf Initiative vom Dachverband wurden zahlreiche erfolgreiche Projekte initiiert sowie unterstützt, um einige zu nennen. Darunter fallen zum Beispiel die Stolpersteine, die seit 10 Jahren vom Dachverband Salzburger Kulturstätten betreut werden. Es wurden inzwischen 356 Erinnerungssteine an Opfer des Nationalsozialismus verlegt, zuletzt 4 Steine für die Familie von Stefan Zweig und Stefan Zweig selbst. Ein weiteres erfolgreiches Projekt des Dachverband war der Leerstandsmelder, der inzwischen übergegangen ist in die Superinitiative. Die Superinitiative kümmert sich um die professionelle Zwischennutzung von Leerstand in Salzburg. Ein sehr erfolgreiches Projekt, das der Dachverband der Salzburger Kulturstätten unterstützt, ist die Initiative Hunger auf Kunst und Kultur. Dieses Projekt wurde ursprünglich vom Schauspielhaus Wien und der Armutskonferenz ins Leben gerufen und auf Initiative von Rainer Tritscher nach Salzburg geholt. Letztes Jahr haben wir über 9.000 Karten für sozial Benachteiligte ausgeben können und damit Zugang zu Kunst und Kultur für alle ermöglicht. Der Dachverband Salzburger Kulturstätten hat derzeit 77 Mitglieder. Wir wollen aber gerne mehr werden. Wenn Sie im Bereich zeitgenössischer Kunst- und Kulturproduktion arbeiten, ist der Dachverband Salzburger Kulturstätten für Sie der ideale Ansprechpartner. Wir informieren Sie über aktuelles kulturpolitisches Geschehen, beraten Sie, helfen Ihnen bei rechtlichen Problemen, helfen Ihnen bei der Weiterbildung und sorgen dafür, dass diese Kulturarbeit auch gerecht entlohnt wird.